Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Risen, wo sich die Aschebestien da hinten schon, prügeln. Und ich würde sagen, ich habe mir jetzt unten mal ein bisschen was anderes reingelegt. Wir probieren mal, als Aschebestie dagegen zu gehen. Mal sehen, ob wir es schaffen. Aber es ist ziemlich schwer, mit der zu fighten. Okay, den Schattenlord ziehe ich gar nichts ab. Irgendwie. Was ist, wenn ich rausrenne? Okay. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir sterben. Deswegen will ich es auch nicht gleich ausprobieren. Jetzt mal ein Schattenbestien machen. Eigentlich so viel Schaden. Ich frage mich, warum wir da eigentlich noch mal stehen. Lass mal mein anderes Ich in Ruhe. Den drücken wir halt gar nichts. Okay, der ignoriert mich auch total. Wow. Der hat auch nochmal einen Hammer. Der Schattenlord. Aber wir drücken den überhaupt nichts. Okay. Kann er hier auch wieder rein? Moment. Können wir hier die Fallen aktivieren? Das würde mich halt interessieren. Aber jetzt habe ich ihn rausgelost. Na, da ist er doch. Und ihn dann vielleicht verbrennen. Geht das? Ziemlich schwer. Na, okay. Ich muss ihn irgendwie festsetzen oder so. Weil sonst würden die Schalter hier keinen Sinn machen. Schnell! Mach doch nicht so lange! Okay. Wir halten ihn gut weg, aber auch nicht. Wow. Gut. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Das heißt, wir können uns eigentlich auch die Verwandlung sparen. Nee. Hier, machen wir so. Das heißt, wir können uns eigentlich auch die Verwandlung sparen. Die Aschebestien, ja, okay. Aber den... Oder brauche ich vielleicht Titanen? Waffe, um ihn zu verletzen? Jetzt bin ich natürlich auch nicht ganz voll aufgeladen hier. Dann saufe ich mal was zum Wohl. Man könnte doch eigentlich mit Telekinese aus der Distanz was machen, oder? Natürlich klappt das nicht, so wie ich das haben möchte. Und ich hänge hier auch noch... Ihr seid nicht zu unterschätzen.
nicht unterschätzen, sagte ich gerade. Alter, die hauen aber auch einen Schaden raus. Okay. Und davonlaufen, weiß ich, ist nicht so bei euch. Okay, erster Hammer. Ah, das mit Telekinese hat überhaupt nicht geklappt. Aber ich denke mal, das sollte die Lösung sein, oder? Ah. Vielleicht vorher das Feuer und dann... Sind sie vielleicht so bescheuert, dass sie ins Feuer laufen? Kannst du nochmal ausprobieren. Na komm, nimm. Schneller. Das hat funktioniert. Aber eher mit der Armbrust. Okay, jetzt haben wir nur noch eine Aschebestie. Ob ich dich genauso getriggert krieg? Nein, krieg ich nicht. Steck das Ding weg, steck das Ding weg. Erwischt. Also wenn man langsam in die Angriffsmuster reinkommt, dann klappt das. Aber wir haben ihn wirklich verbrannt. Er ist da wie so bekloppt reingelaufen. Hammer des Titanlords. Auch das ist... Oh, das gibt gleich Axtkampf plus 6. Der Hammer scheint wie ein von Geisterhand geführt zu werden. Das ist der Hammer, den wir eigentlich brauchten. Ich dachte, der andere wäre das gewesen, also die Titanen-Axt. Aber wenn Hammer des Titanen... Ohne Ursigors Rüstung geht das nicht. Ach so, okay. Aber Hiebwaffenschaden 120 und Axtkampf plus 6. Ist schon mal was, was eine Info ist, die ich gut finde. Das heißt, wir kriegen 1, 2, 3... Es geht ja bis 10, ne? Ja, genau. Das heißt, wir brauchen nur 3 noch in Axtkampf, weil wir haben ja einen, kriegen wir standardmäßig. Und dann sind wir schon am maximalsten, was wir an Axtkampf lernen können. Ich bin mal gespannt, was Usigurs Rüstung kann. Wenn die schon Axtkampf plus 6 gibt, ja? Na dann, Prost Mahlzeit, Titan. Da kommen wir ja richtig gut mit aus. Das heißt, ich werde die letzten 6... Na, obwohl, wenn es nahe die anderen auch nochmal so gibt, plus 2 Axtkampf, gibt plus 3 Axtkampf und so, na, das wäre dann halt nicht so cool. Aber wir haben offiziell hier jetzt... Ach, ich habe die Reiselust jetzt unten vergessen. Ich werde mir das Titanschwert aber nochmal zur Not... Ich hänge hier immer an irgendeiner klitzekleinen Superstelle fest. Ich werde mir das Titan-Lord-Schwert aber trotzdem nochmal zurückholen. Auch wenn es jetzt so ein Buster-Schwert ist. Aber falls es kein anderes gibt oder wir kein anderes finden und wir mit den anderen Waffen halt auch noch benutzen können, dann wäre das gar nicht so verkehrt. So, hier war doch eine Reiselust, die mir... Nee, das war eine Heilwurzel. Keine Reiselust. Na gut. Nimm ich auch. Nimm ich auch. Aber gut. Ist schon mal sehr, sehr cool. Dann haben wir den Tempel jetzt hier schon mal fertig. Und wir haben jetzt schon mal den Hammer. Schade, dass wir den Hammer nicht benutzen können. Von der Stärke... Achso, wir brauchen keine Stärke dafür. Okay, wir brauchen keine Stärke für diesen Hammer. Wollte gerade meinen, so eigentlich müssten wir doch die Stärke längst drin haben. Aber wir brauchen die Rüstung, sonst können wir nichts machen. Hier. Ist halt ein bisschen rauchig hier. Hoppala. So, mal gucken, was der Don und Co. hier zu sagen haben und ob wir uns nicht gleich im Axtkampf ausbilden lassen.
Oh, Goldmünze. Bloß die Finger davon lassen. So, wo ist denn der Don? Ach, der sitzt auf seinem Thron. Hab ich gar nicht gesehen. Bis später. Ja, bis später. Ich war unten im Tempel. Interessant. Und? Ist da noch was zu holen? Jetzt wohl eher nicht mehr. Du hast da unten wohl ordentlich abgeräumt, was? Sehr gut. Du hast das blaue Kraftfeld überwunden. Also soll der Kram, den du gefunden hast, auch dir gehören. Kannst du mich im Kampf unterrichten? So, er hatte nur Armbrust. Genau, das wollte ich nochmal überprüfen. Aber hier, unser Wärter. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Und zwar müssen wir es ja nur bis 4 aufsetzen. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Ich zeige dir zu schlagen wie Oger. Du bist kein Oger. Du brauchst viel Platz, um ganz fest zu schlagen. Nimm deine Waffe und hau mit aller Kraft zu. Du musst ganzen Körper benutzen, sonst bist du zu schwach. Okay. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Oger kämpft mit Kraft. Menschen kämpfen mit Geschick. Also, was willst du mir sagen? Du kannst Feind mit Waffe von der Seite schlagen. So kannst du ihn schubsen und nochmal schlagen. Okay. Jetzt wollen wir selber nochmal gucken. Jetzt sind wir nur bei 3, ne? Genau. Und dann dürfte das so passen. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Menschen kämpfen schnell. Oger kämpfen stark. Wenn du gegen Menschen kämpfst, musst du Waffe zur Seite schubsen, dann kannst du wieder schlagen. Du musst schnell sein. Aber du bist Mensch, du kannst das. Okay. Und als nächstes wäre, du kannst deinen Angriff mehr Schläge hintereinander kombinieren. Das, was wir sozusagen als Ende erst gekriegt haben. Das Ganze. Kannst du mich im Kampf unterrichten? So, und dann machen wir jetzt hier unsere Armbrust nochmal schneller. Ich will meinen Umgang mit der Armbrust verbessern. Um die langsame Geschwindigkeit der Armbrust auszugleichen, musst du schneller nachladen. Wenn du den Bolzen dabei schon in der Hand hältst, kannst du ihn ohne großen Zeitverlust einlegen. Dann führst du die Armbrust in einer flüssigen Bewegung zu deiner Schulter und legst sie an. Okay. Und wir haben immer noch Lernpunkte übrig. Ich will meinen Umgang mit der Armbrust verbessern. Ziele auf die leicht verwundbaren Punkte deines Gegners. So kannst du bereits mit einem einzelnen Bolzen großen Schaden anrichten. Das erfordert viel Übung. Aber wenn du das beherzigst, richtest du viel Schaden an. Okay. So, mal als nächstes wäre dann der nächste Armbrust dran. Aber ich glaube, bis wir das nächste Level erreichen, ja, das dauert noch ein bisschen. Wie gesagt, jetzt mit den Siegeln, das können wir ja nicht. Und Kristallmagie kriegen wir auch nicht hin. Aber ich denke mal, so dürfte das passen. Weil ich denke mal, Orsegors Rüstung wird uns eher Resistenz geben. Also, ich glaube nicht, dass die uns noch Axtkampf mit hinzugibt. Und wenn nicht, dann haben wir es halt umsonst ausgegeben. Aber, Oscar. Zeig mir deine Ware. Ich möchte mein Titanenschwert wieder haben, was ich dir in die Hand gedrückt hatte. Wo ist es denn? Da. Das Titanenschwert nehmen wir zur Not nochmal mit. Dafür kriegst du hier die alten Rappelschilde. Die wir nicht brauchen. Dann bekommst du hier natürlich noch die Echsenschwerter, die rostigen Schwerter. Okay, noch mehr rostige Schwerter. Hammer des Titanlords. Den Vorschlaghammer kannst du noch haben und die 10 Pfeile. Ja, zahle ich zwar ordentlich obendrauf, weil ich es verkauft habe, aber egal. So, was würde eigentlich. Die würde 700 und die ist unverkäuflich. Okay. So, dann geben wir ihm noch 900 Gold wieder und haben halt das Titanenschwert wieder. War eigentlich das Titanenschild? Hieß das nicht so? Ne, das hieß nur Schild. Okay. Es hieß nur Schild. So, jetzt haben wir ja hier hinten noch die Möglichkeit, Kraut in Gold umzutauschen. Und mal gucken, ob er vielleicht noch das eine oder andere hat. Rachels Fraß wird auch immer schlimmer. Wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Ah. Weil es gibt ja hier noch so 2-3 Sachen, wo wir nochmal nachgucken müssen, ob da nicht was Neues ist. Aha. Oh ja! Oh ja! Hier waren auf jeden Fall schon mal neue Stachelratten. Hier sind wir eigentlich so häufig hoch und runter gelaufen.
Die hätten gar nicht mehr da sein dürfen. Und hier ist schon wieder ein schwarzer Wolf. Na komm, den machen wir mal kurz. Oh, ja! Mit einem Schlag weg. Alles ruhig. Außer ein paar Viechern nichts Interessantes passiert. Okay. Haben wir hier vielleicht neue Moorleichen oder sowas? Am Sumpfe? Nö. Na, dann gucken wir hier mal unseren Krautstängelhändler. Was hast du zu verkaufen? Mal sehen, was hast du denn Schönes? Er hat auf jeden Fall wieder Krautstängel. Die kaufe ich mir, dann habe ich nachher was zu rochen. Einkaufswert 10 Gold. Müssen wir nochmal gleich gucken. So, die 200 Gold nehmen wir uns raus. Wir brauchen nämlich noch viel EP. Möchte ja immer besser werden mit der Armbrust. Oh, wer bist du denn? Danke nochmal, dass du mir geholfen hast. Keine Ursache. Wie geht's dir denn? Robert ist ein guter Kerl. Hier wird es mir an nichts fehlen. So. Naja, wie du meinst. Ja, mir geht es gut. Und du, pass gut auf dich auf da draußen. Meine guten Wünsche begleiten dich. Stimmt, sie ist es ja gewesen, die wir damals mal zurückgelassen haben. Vor nicht vielen Folgen. Ich hab Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Ich hab Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Okay, er gibt mir immer für 10 Kraut 50 Erfahrungspunkte und Gold zurück. Heißt, wir zahlen nur 30. Also kaufe ich hier die 22 Kraut auch nochmal. So, sind 220 Gold, die wir ausgeben. Aber wir kriegen ja nochmal EP dafür. Und so viel Gold brauchen wir mittlerweile nicht mehr. Und wir kriegen ja wegen Summe nochmal zurück. Ich habe Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Ich hab Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Ich hab Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Okay, wunderbar. Läuft doch ziemlich gut bis jetzt. So, dann werden wir uns jetzt mal hier oben, wo die Oger waren, mal ein bisschen genauer umschauen. Weil Oger kriegen wir eigentlich relativ einfach hin. Das sind ja keine Überechsenmenschen, nenne ich sie mal. Und hier hatten wir uns sowieso schon mal so ein bisschen umgeguckt, aber noch nicht so richtig. Wir sind ja hier hinten rein und da hinten mal rein gewesen. Deswegen gucken wir mal. Und ich weiß, dass wir hier dann irgendwann abgebrochen hatten, weil halt zu viele Oger zu sehen waren. Ich glaube, hier war das, genau. Na, mal gucken, was unsere Armbrust jetzt so Schönes kann. Wir kommen dich holen! Oha, unsere Armbrust kann zwar was, aber nicht so viel. Ich werde dich zermatschen. Du wirst mich zermatschen, ja gut, dann komm mal erstmal her, ja. Komm zu mir! Ja. Oh. Wow, das war ja fast Game Over gewesen. Aber nur fast. Komm zu mir! Nein. Alter, warum ist der denn jetzt auf einmal so aggressiv? Wahnsinn. Muss vorsichtig bleiben. Nee, das war verkehrt. Komm zu mir. Wow. Wieder mal kurz hoch. Oh, ja. Ausweichen. Und erwischt. Eieieiei. Die Oger, die sind schon nicht ohne. Ob sich da nicht eher eine Aschebestie-Verwandlung jetzt lohnen würde? Ich frage mich, warum die jetzt gerade so extrem abgerastet sind. Das war ja jetzt mit dem Leben davonkommen gerade so.
Na gut, ich habe sie, glaube ich, einfach nur unterschätzt. Das denke ich mir mal eher. Da hinten rennt noch ein Oger rum. Da geht's irgendwie in die Tiefe oder so. Da oben geht's irgendwo hoch. Mal gucken. So, dann schauen wir mal. Wir gehen nochmal an die Zauber. Versuchen jetzt erstmal frei zu räumen. Ungeziefer! Okay, die Assobestie schafft das nicht. Da muss ich sehr vorsichtig sein. Also ich sag mal so, die Aschebestie hatte ich mir besser vorgestellt. Aber vielleicht werden wir anständig mit ihr kämpfen. Alter, der haut einmal zu. Und ich bin fast weg. Okay. Das hat mir nicht viel gebracht. Aber wenigstens ist die Höhle frei. Da sind wir selbst ein bisschen stärker. Wir können halt wenigstens mit einem Schwerthieb ordentlich was erreichen. Ah, gucken. Jetzt haben wir hier nur das Feuer und die Schatztruhe freigelegt. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist hin. Ah, meine armen Dietriche, ey. Nochmal von vorn. Okay. Der Dietrich ist hin. Mist. Der Dietrich ist da. Nein, das war verkehrt. Geht doch. So, jetzt aber. Naja. Naja. Aber wenigstens ein bisschen Gold. Dann hat sich's ja schon mal wieder ein bisschen wieder rausgerissen. Das könnte auch vielleicht daran liegen, dass ich Fred gerade nicht bei habe. Ah, gucken wir erstmal hier oben. Hier oben sehe ich Wölfe. Oh, ja! Die dürften ja eigentlich kein Thema werden. Okay, so viele habe ich nicht gesehen. Schieben die mich einfach runter, ey. Ihr Mistviecher. Oh, ja. Na, wenn ihr nicht runterkommt, dann gibt's was ins Gesicht. Lasst mich da ja noch nicht mal mehr rauf hier. Knorr mich nicht so an. Die sind total aufgeregt hier. Na, erwischt habe ich ihn noch. Und das kleine bisschen, das hättet ihr mir auch gönnen können. So, und du bist der Letzte. Mach hier keine Anstalten. Die haben mir zwar nicht viel Schaden reingedrückt, aber dadurch, dass sie mich von der Klippe gestoßen haben, war das schon ein bisschen ärgerlich. So, und du, hör mal auf zu essen. Wow, da ist ja noch einer. Leiche. Okay, sie hatte Kraut dabei. Und er war wohl wahrscheinlich Schatzsucher oder so. Und euer Kahn. Naja, wenigstens ein kleiner Mana-Trank. Können wir ja auch gebrauchen. Aber jetzt schauen wir uns hier oben mal weiter um. Schon schön detailliert gemacht hier. Da ist noch ein Wolfi. So. Hier hinten haben wir noch einen Ginsig und kann man darüber mit Levitation? Oder hätte man hier schon viel früher hinkommen können mit Levitation? Das könnte natürlich auch sein.
Dass ich vielleicht hier irgendeinen Weg oberhalb nicht so richtig gesehen hatte. Und dass es eigentlich noch für den Kleinen gewesen wäre. Ja, mal gucken. Gut. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle erstmal nochmal einen Cut, bevor wir uns weiter mit Ogern anlegen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.